Herzlich willkommen bei In die Ferne. Dieses Video ist für alle Leute, die entweder keinen eigenen Camper haben, sich keinen mehr ergattern konnten im Ausleihbereich, aber trotzdem irgendwie den Urlaub wollen oder ein Auto haben, das sie auch im Alltag brauchen und dass sie deswegen nicht permanent zum Camper umbauen können. In diesem Video gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr ein vorhandenes Auto, euer eigenes oder ein geliehenes, so zum Camper umbauen könnt, dass vielleicht ein kleiner Campingurlaub drin wäre, trotz Corona dieses Jahr. In diesem Video erfahrt ihr, wie ihr euer Auto zum Mini- oder Mikrocamper umbauen könnt, ohne Werkstatt, ohne Baumarkt, ohne Spezialwerkzeug. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man so einen Camper-Ausbau, zumindest für einen Minicamper, auch ohne Werkstatt und großes Spezialwerkzeug machen kann. Ich wurde nämlich bei meinem Ausbau mittendrin von Corona überrascht, hatte plötzlich keinen Zugang mehr zu Werkzeug und zur Werkstatt. Damals, als ich noch keinen eigenen Camper hatte und da hatte ich noch nicht mein eigenes Auto, da habe ich mir den Kombi von einem Freund ausgeliehen. Habe den für 10 Tage bekommen und habe ihn für die Zeit zu einem Camper umgebaut mit einfachen Mitteln. Und die Tricks von damals, die haben sehr gut funktioniert. Die haben mich auf jeden Fall befähigt, sozusagen ein paar kleine Campingtouren mit dem Wagen zu machen. Und die teile ich heute mit euch. Kleiner Disclaimer. Alles, was ich euch jetzt erzähle, sind natürlich nur die Basics. Also ich erkläre euch jetzt nicht, wie ihr damit einen kompletten Ausbau macht, sondern einfach nur, wie ihr es schafft, dass ihr den Wagen dann auch wirklich als Camper für eine kurze Zeit nutzen könnt. Das ist alles rückbaubar und reversibel. Also keine Sorge ums Auto. Frage 1 natürlich, was für ein Auto ist geeignet? Also Hochdachkombis sind natürlich perfekt. Kombis gehen auch. Ich habe sogar schon Leute gesehen, die ihren Twingo zum Camper umgebaut haben. Von daher, nehmt, was ihr habt. So, es gibt 3 Grundregeln bei so einem Low-Budget-Ausbau, der wieder rückbaubar sein soll. Erstens, nehmt Dinge, die ihr schon zu Hause habt, setzt Dinge ein, die einen Mehrfachnutzen haben und versucht, so simple und minimalistische Lösungen, wie es geht, zu finden. So, hier kommen 10 Dinge, die ihr ohne Baumarkt umsetzen könnt. Erstens, Matratze oder Schaumstoff. Also entweder ihr habt noch von einem Gästebett zu Hause irgendwie, selbst wenn es nur eine 90 cm breite Matratze ist, wenn es billiger Schaumstoff ist, egal was ihr zu Hause habt an Matratze, wenn es jetzt nicht die Matratze eures Bettes ist, könnt ihr die auf jeden Fall verwenden und einfach mal so ins Auto reinschmeißen. Schritt 1. Wenn ihr das nicht habt, wenn ihr nur eure Matratze von zu Hause habt, gibt es günstig Möglichkeiten. Also es gibt bei IKEA so eine Standardmatratze. Ich verlinke euch all diese Sachen auch in der Infobox. Ihr müsst dann nicht lange suchen. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn ihr sagt, nee, Matratze von IKEA will ich jetzt nicht bestellen, ist mir irgendwie zu nervig und zu umständlich, dann kann man einfach Schaumstoff als Meterware bestellen. So habe ich das auch gemacht für meine Polster. Und das könnt ihr natürlich auch in der Breite bestellen, die ihr gerne als Matratze für den Wagen hättet, den ihr benutzen wollt. Dabei nur darauf achten, dass ihr das richtige Raumgewicht nehmt. Das heißt, ganz einfach, wie viel wiegt ihr? Wollt ihr den Wagen alleine oder zu zweit nutzen? Was dann das Gewicht? Und sucht euch einen Härtegrad aus und ja, es steht meistens in den Tabellen auch dabei. Ich habe jetzt meinen Schaumstoff von eBay, aber den gibt es auch noch woanders online. Verlinke ich euch. Und genau, es reichen sogar schon 6 cm, weil wenn ihr so ein Kombi nehmt, dann habt ihr wenig Platz nach oben und das vielleicht einfach mitbedenken, dass ihr dann nicht die 15 oder 30 cm Matratze nehmt. Thema Zuschneiden. Man nimmt am besten ein scharfes Küchenmesser. Am besten geht so ein großes Gemüsemesser aus der Küche oder auch so ein kleines. Manche nehmen auch diese elektrischen Geflügelscheren, geht auch. Kriegt man damit auf jeden Fall durch Schaumstoff und Matratzen. Also jetzt vielleicht nicht, wenn die irgendwie mit Metall sind oder so, dann würde ich die so lassen, wie sie sind. Punkt 2, Verdunklung. Ich bin ziemlich sicher, ihr habt alle irgendwo im Keller noch so eine alte Isomatte liegen, früher vom Campen oder so mit dem Zelt. Oder wenn ihr das nicht habt, gibt es die auch ziemlich günstig. Die gibt es ja sogar schon bei so Billigläden. Ja, muss jetzt halt nichts Wichtiges sein, geht ja nur um Verdunklung. Am besten ist, wenn die auf der einen Seite mit ein bisschen Alu beschichtet ist, dann isolieren die besser. So, was könnt ihr machen? Ihr nehmt einfach diese komplette Rolle, haltet die ans Fenster, an den Fensterausschnitt, für das ihr eine Verdunklung produzieren wollt und fahrt die Kontur außen ab. Da könnt ihr entweder ein Teppichmesser nehmen oder eine Schere, einfach nur an der Kontur entlang. Ihr könnt das auch vorher einzeichnen. Alles ausschneiden oder es gibt auch so Papierskalpells für Papierschnitte und so, sowas geht auch. Und
dadurch, dass die Isomatte ja eine gewisse Dicke hat, halten die eigentlich auch in diesen Aussparungen der Fenster, bleiben da drin fest. Ihr könnt das dann für alle Fenster machen, Heck, diese kleinen Seitenfenster, diese dreieckigen, die es oft so auch bei Kombis und so gibt. Falls ihr hintere Fenster habt, für die selbstverständlich auch. Und für die vorderen Türfenster geht auch. Das Einzige, wo es ein bisschen tricky ist, ist vorne die Frontscheibe. Da würde ich euch lieber empfehlen, dass ihr zum Beispiel eine Teleskop-Duschstange, verlängerbare, manuell einstellbare Duschstange nehmt und da einen dunklen Thermostoff zur Verdunklung und ein bisschen auch zur Isolierung. Dann trennt man nämlich die Fahrerkabine vom hinteren Bereich. Ich habe hier halt ein großes Stück als Meterware geholt. Das sind eigentlich so Thermovorhänge. Auf der einen Seite dunkel, auf der anderen Seite hell. Die sind auch extra dicht und dick und die halten wirklich auch ein bisschen kühler oder halt wärmer. Ich habe es jetzt zurechtgeschnitten, weil ich natürlich hier so klassische Vorhänge mit Magneten aufgehängt habe. Das geht natürlich auch als etwas weniger aufwendigere Variante, aber die Verdunklung mit der Isomatte ist das Einfachste, was es gibt. So, wenn ihr dann so einen ganzen Vorhang nehmen wollt, ich habe auch einige Leute gesehen, die das hier hinten dann machen, bis nach ganz unten, wenn sie jetzt ein Hochdachkombi haben oder so, aber für so einen kleineren Wagen einfach auf die Länge bis zum Boden zuschneiden, oben die Stange reinstecken, die halten mit so einer Feder und dann ist das auch egal, wie breit es ist. Ihr müsst natürlich irgendwas nehmen, dass ihr das auch zurecht stutzen könnt mit der Feder, aber ja, genau, Vorhang einfädeln, fertig. Falls ihr bei eurem Wagen irgendwo nackte Karosserie zur Verfügung habt, dann funktionieren Neodym-Magnete ab 19 Kilogramm Tragkraft. Und dann könnt ihr die Stoffe, die ihr habt zur Verdunklung, die ihr nehmen wollt, irgendwas, was ihr zu Hause habt, könnt ihr damit dann befestigen. Oder halt, ihr nehmt dann so einen Thermostoff. Kriegt man auch bei Amazon. Und zum Spülen gibt es ganz klassisch, wie damals im Zeltlager, einfach eine kleine Spülschüssel. Falls ihr sowas zu Hause habt, irgendeine Plastikschüssel, das geht. Also dann spart ihr euch auf jeden Fall ein Spülbecken. Und da kann man auch dreckiges Geschirr länger drin lagern, wenn man es gerade nicht direkt wegspülen möchte. Ja, wichtig ist nur, wenn ihr das Wasser irgendwo entsorgen wollt, dann ja, bitte keine Seifen, keine Spülis und so irgendwo in die Natur kippen. Entweder ohne machen oder an entsprechenden Entsorgungsstationen entsorgen. Warum, habe ich schon mal in den Camper Basics erklärt. Ich kann euch das Video hier oben verlinken. Dann könnt ihr das gerne anschauen, warum man das Wasser nicht einfach so in die Natur kippen sollte. Woher kriegt ihr dann das Wasser? Und zwar, es gibt so einfach Wasserkanister. So, die kann man sich neu kaufen, also kann man auch bestellen. 20 Liter, 10 Liter, wie viel ihr dann halt braucht, wie lange ihr unterwegs sein wollt. Am besten mit einem kleinen Hahn, den man aufdrehen kann. Denn dann kann man den zum Beispiel entweder hinten in den Kofferraum stellen, dann hat man ihn ein bisschen erhöht, Spülschüssel drunter, Hahn auf, Wasser läuft durch dank der Schwerkraft einfach nach unten. Wenn das nicht geht, wenn euer Kofferraum jetzt schon komplett voll ist mit der Matratze und so weiter, es gibt so kleine Höckerchen. Also habt ihr garantiert, eine kleine Kiste oder irgendwas zu Hause, wo ihr sowieso Sachen reinpacken könntet, die ihr mitnehmen wollt. Da einfach den Kanister draufstellen, Hahn aufdrehen und dann wieder Prinzip der Schwerkraft, Spülschüssel drunter. Die einfachste Möglichkeit für ein Klo wäre ein kleiner Klappspaten. Aber da wir sowieso an vielen Orten das Problem haben, dass die Leute einfach immer an die gleichen Orte machen und die auch nicht verstehen, dass man das Klopapier nicht da lässt und so, sondern seinen Müll einfach wieder mitnimmt und dass viele auch ihre Häufchen nicht verbuddeln, ist auch egal. Ne, Camper Basics, guckt euch an. Die bessere Variante wäre, so ein Klappklo zum Beispiel zu nehmen. Das nimmt sehr wenig Platz weg. Man kann auch so eine Art Blumenkübel nehmen aus Plastik, wie ich das gemacht habe, falls ihr sowas zu Hause stehen habt. Und dann einfach Tüte reinhängen und so benutzen. Aber wenn ihr ein Auto zum Camper umbauen wollt, für mal provisorisch, ist so ein Klappding mit reinhängen. Und das ist ja meistens auch schon so ein Sitz, gibt es für einen Zehner online. Ist, glaube ich, die einfachste Variante. Und damit es nicht stinkt, macht ihr da Katzenstreu oder Absorbergranulat rein. Manche nehmen auch Hamsterstreu. Guckt einfach entweder, was ihr zu Hause habt an Heimtieren oder sucht euch aus, womit ihr euch besser fühlt. Ich kann Katzenstreu auf Holzbasis empfehlen, denn gleichzeitig holt es auch ein bisschen Feuchtigkeit aus dem Auto und der Geruch ist auch angenehm und nicht komisch, staubt nicht. Und wenn ihr jetzt aber separat zum Beispiel irgendwas noch für nachts haben wollt, wenn ihr da mal Pipi machen müsst oder so, es gibt so ganz kleine Flaschen mit Schraubaufsatz, die man zumachen kann. Oder auch etwas größere Kanister mit Schlauch und Trichter, die gehen auch. Verlinke ich euch alles in der Infobox. Man mag es nicht glauben, aber man kann sehr gut im Kofferraum kochen. Hat eine perfekte Höhe, kann man so gerade diese flachen Gaskocher super draufstellen.
nimmt man noch einen kleinen Topf, kann man sogar einen von zu Hause mitnehmen oder eine Pfanne. Bisschen Besteck, bisschen Geschirr, muss man sich auch nicht extra hier aus dem Campingbereich anschaffen. Einfach nehmen, was ihr zu Hause habt und dann stellt ihr das Ding in euren Kofferraum und kocht los. Oder ihr habt irgendwie eine Transportkiste noch dabei, da den Kocher draufstellen. Oder ihr sucht euch ein Plätzchen mit Picknickplatz aus, mit Bank und Tisch. Das funktioniert genauso gut. Punkt 6, Müllbeutel. Habt einfach Müllbeutel dabei. Nehmt euren Müll mit, lasst ihn irgendwo liegen, werft nichts in die Natur. Entsorgt nicht Müllmassen auf Parkplätzen. Müll wieder mitnehmen. Was ist mit den Leuten los, ey? Alman Shanti kommt da wieder raus, ich sag's euch. Nächster Punkt, Strom. Die einfachste Lösung sind Powerbanks. Weiß ich nicht, es gibt da 20.000er, also eine größere würde ich nicht nehmen. 20.000er aufladen hält auf jeden Fall, keine Ahnung, kommt ihr eine Woche locker mit aus, um euer Handy nochmal wieder zu laden oder so. Und wenn ihr die wieder aufladen wollt, helfen USB-Anschlüsse im Auto. Wenn ihr sowas nicht habt, gibt es Adapter, die dann Mehrfachstecker für USB-Anschlüsse haben. Dann könnt ihr eure Powerbanks auch wieder aufladen. Nächster Punkt ist der Kühlschrank. Also entweder ihr baut euch selber eine Variante aus Karton, aus Styropor, oder ihr nehmt einfach ein nasses Handtuch, wickelt da das Zeug ein oder verzichtet, kauft ein bisschen anders ein mit den Lebensmitteln. Eine andere einfache Variante ist noch, sind die Kühlakkus von Easy to Cool. Das habe ich mal in einem Video komplett vorgestellt. Verlinke ich euch hier oben, könnt ihr euch angucken. Damit kann man Sachen auch ohne irgendwie große Kompressor-Kühlbox oder so 5 Tage kühlen. Was ich euch nicht empfehlen kann, auch nicht für so einen Mini-Ausbau, sind diese Passiv-Kühlboxen, die konventionell mit den konventionellen Akkus. Ja, einfach gucken. Also klar, wenn ihr jetzt irgendwie sowas zu Hause habt, könnt ihr das natürlich auch nehmen, einfach nur für die Aufbewahrung. Aber bei den Akkus würde ich dann nicht die konventionellen nehmen, sondern lieber die von Easy to Cool. Thema Duschen und Waschen. Wie mache ich das? Also ihr macht das am besten wie Oma. Ihr nehmt eure Spülschüssel, macht da ein bisschen Wasser rein und so. Muss ich ja nicht erklären. Nehmt einen Waschlappen, macht eine Katzenwäsche. Wenn ihr jetzt aber mal wirklich Haare waschen wollt, entweder nehmt ihr größere Flaschen mit breiterem Hals, macht in den Deckel ein paar Löcher rein, einfach da das Wasser drin benutzen, über den Kopf halten. Besser wäre natürlich, wenn ihr mit einer zweiten Person unterwegs seid. Ansonsten kann man das auch versuchen, irgendwo aufzuhängen. Es gibt auch so Dusch-Solarsäcke, die kann ich nicht empfehlen, weil aus diversen Gründen, habe ich in einem anderen Video mal erzählt, bei Equipment, das als erstes aus dem Camper fliegt. Ansonsten gibt es in Spanien und Marokko manchmal so richtige 5 Liter Wasser, also Trinkwasserkanister, die haben auch einen sehr breiten Deckel und die haben einen Henkel oben dran. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass man die irgendwo oben auch hinlegt und dann irgendwie immer mit dem Henkel das so zu sich runterzieht und dass dann genügend Wasser für so eine Haarwäsche da mal runterkommt. Sonst gibt es auch immer Duschen on the road. Und was viele Leute vergessen ist, dass man in so einem Auto auch Licht braucht, dass ja irgendwann das Licht aus ist. Ja, und am besten sind da eigentlich irgendwie über USB aufladbare Lampen. Wenn ihr jetzt irgendwas mit Batterie oder so zu Hause habt, könnt ihr auch das nehmen. Aber da ihr ja eh Powerbanks dann im Auto habt oder über den 12-Volt-Stecker mit USB-Plätzchen, so eine Lampe auch wieder aufladen könntet unterwegs. Ansonsten so eine Woche, 10 Tage halten die auch einfach mal. Je nachdem, wie doll und wie viel ihr die nutzt, gibt es bei Decathlon ab 20 Euro. Oder bei Amazon. Zusatzequipment. Nicht unbedingt notwendig, aber praktisch. Ich wollte erst 3 sagen, jetzt sage ich euch 4. Und zwar Neodym-Magnete, ich schwöre auf die Teile, damit kann man einfach mal ganz flexibel irgendwo irgendwelche Tücher befestigen oder wenn man irgendwo Karosserie hat und so, die Dinger halten ja, wenn man die extra stark nimmt, halten ja alles Mögliche. Aber bitte beschichten, sonst geht der Lack ab. Das ist das Erste. Dann so Gummispannseile. Ihr werdet unterwegs vielleicht auch einfach mal nasse Sachen haben, nasses Tuch, dreckige Wäsche, die ihr waschen musstet oder irgendwie sowas. Oder ihr wollt vielleicht eine Ladung doch nochmal sichern oder auch nochmal Verdunkelung irgendwo aufhängen oder so. Dafür funktioniert das auch gut. Oder eine Picknickdecke. Klingt jetzt erstmal so, hä, warum brauche ich dann eine Picknickdecke beim Campen? Und zwar, ihr wollt ja jetzt vielleicht nicht Stuhl und Tisch mitschleppen. Dann ist es cleverer, einfach so eine Decke zu nehmen. Nimmt weniger Platz weg, wiegt weniger. Und dann kann man sich mal irgendwo draußen schön auch hinsetzen. Ja, ist jetzt vielleicht für ältere Leute nicht so angenehm, dass ihr wieder vom Boden hochkommt. Dann müsst ihr euch was anderes überlegen. Dann halt doch zum Picknickplätzchen oder irgendwo in die Gastronomie einkehren. Aber so eine Picknickdecke, dann kann man sich ein bisschen weiter weg vom Auto auf die Wiese liegen und dann kann einem auch keiner Campingverhalten auf dem Parkplatz vorwerfen. Und der letzte Punkt, den hätte ich fast vergessen, und zwar so einen kleinen Besen. Wenn ihr irgendwie so ein Kehrblech zu Hause habt oder so, nehmt das mit. So ein Auto wird schnell mal dreckig, staubig, sandig.
wenn man sowas nicht dabei hat, ist nervig. Das waren meine Tipps für einen unkomplizierten, günstigen DIY-Minicamper-Ausbau ohne Baumarkt, ohne Spezialwerkzeug, damit ihr vielleicht diesen Sommer auch noch irgendwie in den Campingurlaub kommt mit dem Wagen, den ihr zu Hause vor der Tür stehen habt. Wenn ihr dieses Video hilfreich findet, dann gebt ihm sehr gerne einen Daumen nach oben, denn dann wissen nicht nur wir Bescheid, sondern der Algorithmus auch. Und wenn ihr Leute kennt, die traurig sind, dass sie vielleicht dieses Jahr keinen Camper mehr bekommen haben oder auch ein Auto vor der Tür stehen haben, aber gar nicht sehen, was für Möglichkeiten das bietet, dann leitet denen dieses Video doch sehr gerne weiter, denn vielleicht bringt sie das auf die Idee, mit ihrem Wagen in diesem Jahr doch noch irgendwie in den Urlaub zu kommen. So, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Hilfe bei den rechtlichen Fragen braucht, verlinke ich euch hier mein Camper Basics Video. Da erfahrt ihr auf jeden Fall, was ihr beachten müsst, wo ihr parken dürft, wo ihr langfahren dürft, wie lange ihr übernachten dürft. Hilfreich, würde ich sagen. Und hier unten verlinke ich euch ein Video zu der Frage, wie ich meine einsamen Stellplätze finde. Falls ihr euch mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt habt, klickt da mal rein. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder, der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier vielleicht nächste Woche wieder.